Komm schon, direkt als erstes mal die Herald-Piste. Und die Lisa ist auch schon direkt drin. Sehr schön. Cool. Die Herald-Piste ist wirklich sehr, sehr beliebt. Trotzdem wählen man drei Leute noch die Donut-Ebene. Die mag ich eigentlich gar nicht so gerne, die Strecke. Ich weiß auch nicht warum. Gut, gibt eindeutig schlechtere, aber irgendwie für den wirklich guten zählt die, finde ich, auch nicht. So, Lisa, jetzt aber aufhören zu schreiben. Ecke fängt jetzt gleich an. Ah, wird trotzdem die Donut-Ebene ausgewählt. Egal. Wow. Ja, das erste Mal. Wann haben wir das letzte Mal Mario Kart gespielt? Vor 2 Wochen, ne? Erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Ich weiß, die Ausrede nehme ich immer am Anfang. Aber es ist ja auch wirklich so. Man muss da echt immer wieder erst reinkommen. Von den Grünen hatte ich auch schon ein bisschen Schiss. Oh, da ist die Lisa. Die Rote beweicht mir für die Lisa auf. Entschuldigung, Lisa. Ich hab dir gar nicht getroffen. Lol, mit was hast du bitte die Rote gedodged? Bei mir hattest du gar nichts. Aber war vermutlich wieder nur Leckes. Kam beim letzten Mal, wie wir Mario Kart gespielt haben, auch öfters vor. Dass irgendjemand irgendwie nur eine Münze oder was in der Hand hatte und trotzdem eine rote Shell dodgen konnte. Ganz merkwürdig. Hi, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Ja, dann wieder bei der Garten. Ja, warte, ich muss gleich Sound leiser machen. Oh, Sound leiser machen von der Capture Card. Ich habe herausgefunden, wie ich den Sound leiser machen kann vom Ingame. Ja, der Marcel hat ja auch gesagt. Ja, das geht aber nicht über Game Capture HD, wenn man spielt. Das geht, dann muss man das über Sound Capture machen. Ich habe auch zuerst gedacht, das würde trotzdem noch über Game Capture gehen, geht aber nicht. Wow! Sehr gut, so, pass mal auf. Erstmal gucke ich, wie laut du bist. Du bist voll Lautstärke. Dann drehe ich das hier einfach ein bisschen runter. Sag mal was. Hi. Ich bin noch nicht laut heute. Du hörst dich ganz, ganz komisch an. Ich höre mich ganz komisch an. Ja, du hast so ein komisches Knackern im Hintergrund, wenn du sprichst. Ich habe ein komisches Knackern im Hintergrund. Jetzt ist es weg. Ja, jetzt. War so. Jetzt? Jetzt ist besser. Okay, wahrscheinlich war ich irgendwie mit dem Headset da. Aber jetzt fängt es schon wieder an. Ah, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wer will vom Mario Kart 8 Gott zerstört werden? Hi, Lukas. Willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Ja, komm. Kannst mitspielen. Ich steck vom Headset irgendwie mal Kabel nochmal raus und wieder rein oder so. Komm an, DC, komm sicher, komm rein. Hallo? Hallo. Hola. Okay. Hallo, Lukas. Hi. Gut geht's und selbst? Ja, letzte Klausur jetzt erstmal rum. Klausurphase endlich überstanden. Jo. Und Schatzi, bist du auch Halleluja. Schon da? Ich bin da. Okay. Nein, ich kann nicht schnell genug joinen. Wann musst du da mit dem Hund gehen? 6. Um 6, okay. Du konntest nicht joinen, wir waren gerade in der Streckenauswahl.
Egal, ich bin auch nächste Runde mit dabei. Der MK8-Gott ist wieder drin. Schatz. Ja, man kennt ihn. Man kennt ihn, man liebt ihn. Oh. Ach, du hast gefragt, wie mein Tag war, Marvin, ne? Ja, bis auf, dass du dich ausgesperrt hast, weiß ich ja sonst nichts. Ganz schlimm war mein Tag. Ja, du hast dich ja nicht ausgesperrt und den Schlüssel vergessen. Ja, ich hab den Schlüssel auch vergessen. Ich hab ihn nie ausgesperrt. Ach so. Ist ja nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Ach so. Ist der Unterschied? Ja, frage mich auch. Man versteht nichts von dir, was du sagst, Marcel. Da versteht überhaupt kein Wort, was du sagst, Schatz. Okay. Du kommst ja eh gleich. Ja. Willst du auch wählen? Boah, ja, wir wirft da die Bombe nach vorne. Dann bis gleich. Ciao. Marcel hat aufgelegt. Ach so, du hast mit dem telefoniert. Ja, natürlich. Hat sich ganz, ganz komisch angehört. Oh. Spielt ihr später noch Mario Maker? Heute war Pokémon angedacht. Ein bisschen Raiden. Oh, da kann man nicht mitspielen. Dann kauft ihr Pokémon. Ja, ich krieg's. Sicher kann man da mitspielen. Wir können zu viert raiden. Zu Weihnachten. Unser Pokémon Shield. Weil du kannst dir doch bestimmt das zu Weihnachten wünschen oder so. Ja, dann kann er nur trotzdem heute nicht mitspielen, ne? Ja, ihr könnt es auch gerne spendieren, also so ist ach so. Es nicht, ne? Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja. Hey, ich spare jetzt noch für meine neue Grafikkarte. Was wird geholt? Die RTX 2080i oder TI oder wie die heißt, die will ich haben. Direkt auf das Beste. Ja, ich habe ja jetzt schon den i9 Prozessor. No. Jetzt will ich dann noch die Grafikkarte dazu haben. Dann bin ich erstmal top ausgerüstet. Mein, eigentlich habe ich. Die neuen raus. Was? Die neuen Grafikkarten, wann kommen die denn raus? Keine Ahnung, aber die 2080 die ist ja noch gar nicht so lange draußen, ne? Oh, erstmal 2-3 Monate oder so? Ich glaube ein bisschen länger, ich bin mir nicht ganz sicher. Da habe ich da jetzt schon eine Weile lang nicht mehr reingeschaut. Eigentlich ist auch gerade erstmal so 2-3 Monate draußen. So lang gibt es die noch gar nicht. Ja, dann. Ja, wie viel kostet die dann? 1300 knapp. 1300? Ich meine, ich habe das Geld jetzt schon, also ich könnte mir die jetzt schon vom Geld her, könnte ich mir die jetzt schon direkt holen. Das wäre ja kein Problem, aber ich wollte nochmal Weihnachten abwarten und meinen Geburtstag nochmal abwarten. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen was dazu. Na. Du kriegst auf jeden Fall erstmal einen Zweitschlüssel von uns. Das steht hier. Ja. Marcel geklärt. Ja, könnte ich mir gerne einen geben. Oh, ey, nee. Und ich würde mal sagen, Lukas, dann mit so einem i9-Prozessor und so einer RTX 2080-Grafikkarte ist man erstmal gut ausgerüstet. Wenn der Stream dann noch wegen FPS-mäßig laggt, dann stimmt irgendwas nicht. Ich wollte sagen, dürfte der normalerweise nicht, ne. Kannst du Minecraft mit Shadern spielen, mit gescheiten? Ich spiele bestimmt kein Minecraft. Nee, da gab's ja, was weiß ich, vor, als sie rausgekommen ist, haben da Leute ja so Shader dafür gemacht, dass es so realistisch aussieht. Okay. Also Wassertexturen und so. Ich war echt ein paar Leute anfollow und ich habe viel zu viele Leute gefollowt auf Twitch. Ich habe letztes Mal auch meine Liste aussortiert, mal bei Twitch. Habt ihr Pokémon Shield oder Sword? Ich hab Schwert und Marcel und Lisa haben Schild. Das ist die beste Edition. Ja, wo ist der große Unterschied? Weil du hast eine Geisterarena. Die haben halt die Kampfarena. Wir haben da dafür die Geisterarena. Der Schild und hat da eine Geisterarena, wo Schwert eine Kampfarena hat, ja. Genau. Und Schwert hat eine Gesteinarena, da wo Schild eine Eisarena hat? Ja, Eis, ne? Genau. Ja. Und es gibt halt bei den Editionen unterschiedliche Pokémon. So 14, 15 exklusive Pokémon, die es nur bei Schwert gibt und dann halt welche, die es nur bei Schild gibt. Aber die kann man dann auch tauschen, oder? Die kann man tauschen, ganz genau. Deswegen habe ich ja auch Schwert geholt und Marcel und Lisa sich dann extra die andere Version. Okay. Aber das ist alles kein Problem. Der Nico, der hat zum Beispiel auch Schild. Die Nina, die hat zum Beispiel auch Schwert. Also das schaffen wir schon. Mist.
Ja, wenn ich es noch in, was sind es noch, 2 Wochen? Guck mal. Wenn ich es noch in 2 Wochen spielt. Ja. No! Das war knapp. Schade, meine Raps hat nicht. Nein! Ich hatte zwar noch ein Block-Item, aber dann kam genau der Geist. Oh, und mir das... Ich hab dich gerade gerettet. Und ich hab dafür jetzt. Der Typ wollte eine Red Shell werfen und ich hab sie geblockt. Okay. Ne, ich habe heute gar nichts auf der Arbeit hingekriegt, Marvin. Gar nichts. Ich war ja gestern auf der Weihnachtsfeier. Ich habe ja 13 Stunden gearbeitet gestern. Ja, ich weiß. Oh, und, jetzt kommt noch eine rote. Ey, dann war ich heute Morgen um 7 Uhr auf der Arbeit. Ey, und, nicht eine Red, ja. Mann. Aber dann hättest du eigentlich gleich auf der Arbeit bleiben können. Ja, echt, wirklich. Ich war auch echt schon am Überlegen. Ich meine, der Nachtdienst hätte sich gefreut, dass ich da gewesen wäre. Aber dann, wofür hat der Marcel dich überhaupt abgeholt? Ja, der war auch ein bisschen sauer gestern. Also ich habe ihm aber auch gesagt, er kann gerne zum Verein gehen. Ach. Ich hatte ja nicht gedacht, dass sie wirklich kommt. Ach, doch, die kam wirklich, ja. Da hat er sich ein bisschen aufgeregt, dass er nicht da war. Die haben sich da aber auch gestritten, ey. Aber geprügelt haben die sich nicht, ne? Nee, so weit kam es dann nicht. Schade. Weil aber ich erzähle das gleich, wenn der Marcel da ist. Ich habe keine Lust, das zweimal zu erzählen. Auf jeden Fall, der kommt jetzt gleich. Der ist nur eben bei dem Hund. Der geht ja um 18 Uhr mit dem Hund erst. Ja, deswegen ist er jetzt nach der Arbeit direkt zum Holländer gegangen. Ach, beim Holländer ist er. Ich dachte, du wolltest jetzt schon sagen, der ist jetzt beim Hund. Ach so, nee. Der ist erst um 18 Uhr. Guck mal, Lukas, sieht die Krone auf meinem Kopf nicht schön aus? Nee, irgendwie nicht, passt nicht so. Passt nicht. Ich glaube, die passt besser zu mir. Aber die hast du nicht mehr lang, keine Sorge. Ah, abwarten. Boah, das war so schlimm. Und dann gehst du und dann guckst du in deiner Tasche, denkst du, oh ja, du hast eine halbe Stunde eher Feierabend gemacht. Ja, dann sehe ich, dass mein Schlüssel nicht da ist. Scheiße. Deine Eltern waren ja auch unterwegs. Du nimmst eh nie Schlüssel mit, kann das sein? Doch, ich hab den auf die Couch gelegt. Ich dachte, ich hätte den in der Tasche gepackt. Auch immer, wenn ihr bei mir seid und du so, ich geh nach Hause, aber ich hab keine Schlüssel. Jedes Mal. ist so, ne? Jedes Mal. Das war jetzt das dritte Mal oder so, einmal habe ich, glaube ich, bei deinen Großeltern den Schlüssel abholen müssen. Und zweimal bei deinen Eltern. Jedes Mal. Je nach Hause. Schatz, gib mir deinen Schlüssel. Ich hab keinen. jedes Mal. Ja, oh, Sven ist ein Mario Kart dabei. Uiuiui. Noch einer, der gerackt werden will. Man kennt's. Wo ist die Nina? Die steht noch im Stau. Die kommt gleich. Ich dachte, die darf kein Auto fahren. Nee, die wird ja auch gefahren, aber trotzdem kann man dann im Stau stehen. Weil die im Moment kein Auto fahren darf. Scheiß Gold Mario, verpiss dich. Ja, hä? Wie steht das Wochenende? Die hat mir gerade nur geschrieben, dass die im Moment noch einen Stau umfahren, die später dazu stoßt. Wochenende hast du frei? Wahrscheinlich ja. Sehr gut. Ich auch. Wahrscheinlich ja. Das wäre auch die Krönung, wenn ich arbeiten müsste. Du Erster? Ja, natürlich. Natürlich, sag ich erst. Was denn sonst? Die letzten Ey, Karma-Stelle kommt. Ich sag's dir. Komm dich holen. Da geht nicht viel von. Ah, also, ne? Nein. Da geht nicht viel von, da kommt direkt der Blitz. Ja, macht ja nichts. Guck mal, wie weit ich weg bin. Aber ich hab die Rakete jetzt, alles gut. Nein! Kein Problem, ich bin im Ziel. Boah, nee. Oh ja, ich muss mal schauen, ob das Sven auch noch an ist.
Ich glaube, ich lasse den Marcel gleich zocken. Ich bin fix und fertig. Nee, bist du nicht. Schade, ne? Komm mal Discord. Nee, tu ich nicht. Hi Sven, willkommen im Stream. Schön, dass du mal wieder da bist. Noch einer, der gerackt werden will. Ja, mit... Das ist doch noch dein Mikrofon und dein, deine Lautsprecher da. Ich hab gehört, wir müssen später noch Terraria weiterspielen. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Sven, beschreib du mal. Ich hab keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Ja, so... 2D... Adventure-Game, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Ja, so eine Sache. Ach so. Bei dem okay. Minecraft, aha. Okay. Nur anders. Das macht so viel Spaß. Ich hab mir das nämlich auch mal, ich hab ja oft gesehen, dass ihr das da im Discord, dass da bei euch spielt dieses Spiel, deswegen, ich hab danach auch mal geschaut. Weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so ansprechend. Er macht halt so Bosskämpfe und so Sachen. Mhm. Nur besser, deutlich besser, okay. Also es ist jetzt nicht wirklich Minecraft, es ist halt so pixelartig. Aber du kannst dir da selbst so irgendwie Sachen bauen oder was? Man kann Häuser bauen, alles mögliche, Waffen machen. Und dann auch gegen andere kämpfen, Klassen. Oder was? Also man kann dann miteinander gegen Bosse kämpfen. Okay. Also das ist eigentlich das Hauptziel. Aber keinen PvP, kann, wenn man ja, unbedingt das ist dann... will, kann man auch PvP machen. Ah, PvP gibt's auch. Wenn man will, ja. Ah, okay. Muss ja erstmal... Okay, die Rachel hat gar keinen Bock auf mich, hatte kein Block-Item, die überholt mich einfach. Oh, cool. Na dann. Ey, nee, nicht hier. Alles nur nicht hier. Und jetzt kommt schon das Blue Shell. Moin. Ja, ist gut so, bin ich. Boah, das war knapp. Ey. Komm, Tröte. Schöne Tröte hat mich. Kann er hassen. Jetzt wird meine Tröte geklaut. Oder gut, ja. Nein! Werfe ich die Banane weg und fahre dann zwischen den Items durch. Ja, und jetzt kommt das Red? Ne, kommt kein Red. Nee, okay. Die war hinter mir. Okay. Die Banane habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Verdammt. Das war absolut dumm, aber egal. Ne, ich habe die extra gemacht, weil ich weiß, dass jetzt gleich noch eine Blüschel kommt. Nee, ich meine ich. Ich habe außerdem meine Banane weggeschmissen. Ja! Mann. Dieser wird groß geschockt. Mhm. Aha, damit kann ich auch nichts anfangen. Ach, du hast das Item noch bekommen? Okay. Ja, ich hab den genau vor dem Item-Ding da geschockt worden. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh. Oh mein Gott! Yes! Ich war so lucky. Ja, grad noch so in dem Radius. Ach, guck mal, wer schon wieder auf 1 ist. Gerade noch so, gerade noch so. Dritte oder vierte? Viel hat da nicht mehr gefehlt. Dritte oder vierte Mal jetzt hintereinander, Lukas? Ja. Ja, ich will dir nur ein gutes Gefühl geben. Ach so. So. Also, ja. Das ist nett. Na, bitteschön. Ja, also, Terraria, wie kann man das? Warte, ich schau mal kurz nach, wie man das beschreiben kann. Okay, der Dario heult wieder rum. Dario heult wieder rum. Warum? So war das nicht. Nur jemanden Hunde nehmen, der sagt die ganze Zeit, aber wurde ja ignoriert. Bla bla bla. Ja, sag ich ja. Heult wieder rum. Ja, dann. Oh, hi. Also. Erstmal essen. Ja, ich geh kurz raus, ich esse. Ja, es ist halt so ein etwa wie Minecraft. Du kannst auch bauen, Sachen abbauen und so weiter. Auch. Waffen craften, gegen Bosse kämpfen zusammen. Okay. Und ja, es gibt verschiedene Modi. Ist halt so in einem 16-Bit-Style da. Ja, ja, ich hab mir schon mal ein paar Bilder und so ein Trailer oder so eine Art Gameplay mal angesehen von dem Spiel. Weil mich das auch mal interessiert hat, weil ich das so oft gesehen habe, dass ihr das gespielt habt. Ich hab's am Anfang nur so für 2 Stunden gespielt, da hat's nicht so wirklich Spaß gemacht. Aber man muss sich halt kurz reinschauen und schauen, was man halt so machen muss. Und sobald man den Dreh raus hat, das hat man nach so 2-3 Stunden oder so, dann macht's auch schon mehr Spaß. Mhm. Man muss halt erstmal reinkommen.
Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Minecraft oder so vergleichen. Schatzi, ich kann nicht. Ja, ouch. Aber der hat dann schon ausgewählt. Junge. Jetzt zündet er noch die Tröte 100 Pro. Nein? Nee, der wollte warten. Okay. Oh ne, das ist ein Fernprofil. Ja, Gold Mario. Ey, so asozial. Ich konnte dich nicht getroffen haben. Nee, aber dieser Goldmar. Wie hat er die hinter sich geworfen? Explain. Ah, da ist das Wayne, glaube ich. Zumindest war das Rosalina. Boah, war die Banane knapp, Alter. In Zelda oder Link. What the fuck? Boah, ich komm an den nicht. Doch, ich komm an den dran. So gut fährt der nicht. Ah, ja, doch. So gut fährt der nicht. Komm. Sven, werf mal eine Red Shell weg, bitte. Ich hab keinen Bock auf dich. Ach! Lüll. Ich würde dich gerne überrollen. Ich hab die ganzen Items genommen. Lüll. Ey, so ein Scheißdreck. Mann, ey! Nein, als ob der. Na, woher hat der das Red Shell? Woher? Unfair. Auf Wish gab's die kostenlos. Ich wollte dich eh gefragt haben und du danach. Lol, der ist runtergefallen. Boah, was um alles in der Welt? Green Shell Snipe, sag ich nur. Incoming. Du hast viele Green Shells geschossen. Nee, ich hab eine geschossen. Nein! Die Blue! Die Blue! Die war so Hä? Ich war schon lange wieder. Nein, das Bild, als ob! Ich war schon lange wieder auf 1 und trotzdem trifft das Blue Shell immer noch den Sven oder wen auch immer. Ich wollte unterwegs sein. Ey, du lachst so rein, das ist lächerlich. Ey, nee, keine Red! Ja, deswegen ja. Aber er sagt ja oh, immer. Oh, das Blue Shell war geil. Ah! Easy. Was ist der gerade gemacht? Das ist ja easy, nur am Lacken. So, jetzt geh ich raus. Nur am Lacken. Ich glaube, jetzt vierte oder fünfte Mal schon, Lukas? Ja.